B2.0. Nebenstehende Skizze zeigt das Fünfeck ABCDE, das aus dem Drachenviereck ABCD mit der Symmetrieachse AC und dem Dreieck ADE besteht. Es gilt, AB ist gleich AD ist gleich 11 cm, Winkel BAD 45 Grad, Winkel CBA ist gleich Winkel ADC ist gleich Winkel BAE mit 90 Grad und AB liegt parallel zu ED. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1 zeichnen Sie das Fünfeck ABCDE sowie die Strecken AD und AC. Als erstes markiere ich mir einfach mal die Strecken, die bekannt sind. Ich weiß unten die Strecke AB, die ist 11, die AD ist 11. Zusätzlich kenne ich hier den Winkel mit 45 Grad. Hier sind noch zusätzlich 90 Grad Winkel drin. Der BAE waren, glaube ich, auch noch 90 Grad komplett. Und hatten wir sonst noch ADC, der hier oben ist auch noch 90 Grad. Prima, damit haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen zum Zeichnen. Da würde ich jetzt mit der Strecke AB anfangen mit 11, dann den 45 Grad Winkel bei Punkt A ansetzen. Dann kriege ich die Strecke AD raus und kenne den Punkt oben der AD. Dann kann ich die rechten Winkel bei B und D zeichnen, dann kriege ich den Punkt C raus. Und zum Schluss noch die Parallele DE zu AB, damit ich dann am Schluss noch den Punkt E habe. Fangen wir also an mit AB gleich 11 cm. So, ich muss jetzt hier mit meinem Geodreieck auf dem PC zeichnen, da ich sonst kein passendes Geodreieck zur Verfügung habe oder kein passendes Lineal. Also, zuerst mal die Strecke AB mit 11 cm. Dann als nächstes bei Punkt A einen 45 Grad Winkel. Und diese Strecke AD, die ich jetzt hier gerade zeichne, ist ebenfalls 11 cm lang. Sieht dann also ungefähr so aus. Dann hatte ich bei Punkt D einen rechten Winkel drin. So, hatte bei Punkt B einen rechten Winkel drin. Dann muss also hier mein Punkt C liegen. Oder ich könnte jetzt auch hier bei Punkt A einen 22,5 Grad Winkel zeichnen. Ja, die Hälfte, wir wissen ja, das ist ein Drache, also Symmetrieachse AC. So, und dann noch eine Parallele durch Punkt D zu AB hindurch. So, und wenn ich jetzt noch von Punkt A senkrecht nach oben, welches ist der 90 Grad Winkel drin, zeichne, kriege ich ja meinen Punkt E raus. Dann habe ich meinen Fünfeck ABCDE. Ich habe die Strecke AD und die Strecke AC brauche ich noch. Die zeichne ich auch noch schnell ein, dass wir die nicht vergessen. So, und fertig ist meine Zeichnung.